So, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein kleines Trade-Up-Contract-Video. Dabei ist wieder der Mike. Hallo. Und zwar will ich heute die AK-47 Vulcaner traden und das Ganze natürlich unter dem Marktwert. Und Mike, welche wirst du contracten? Ich habe mir die M4A1S Cyrex als Ziel gesetzt. Okay, also zwei ungefähr gleichwertige Ziele. Es geht wie folgt, um das Ganze kurz ein bisschen zu erklären. Ich habe mir jetzt quasi 10-mal die Atomic Alloy geholt. Die gibt es einfach von den ganzen Pinken am günstigsten. Die habe ich mir jetzt im Schnitt so für 2,85 gekauft. 10 Stück, wie gesagt. Das Ganze gibt jetzt eine hundertprozentige Chance, dass ich quasi in dieser Huntsman-Geschichte bleibe und die nächstgrößere rote bekomme. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt eine 50-prozentige Chance, die AK-47 Vulcan zu bekommen. Wäre natürlich richtig scheiße, wenn ich die M4A4 Desert Strike bekomme, weil die einfach einen verfickten Koffer wert ist. Bringt gar nichts. Also ich hoffe einfach, dass die AK-47 Vulcan droppt und natürlich auch, wenn möglich, in Factory New. Ganz kurz noch, wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, ihr wollt einfach eine ziemlich sichere Chance, dann nehmt ihr zum Beispiel 7 oder 8 mal die Alloy, habt dann quasi 70 oder 80% und sagt dann noch, okay, ihr tut noch was anderes mit rein, die Cyrex gefällt euch jetzt auch ganz gut, dann tut ihr zum Beispiel noch zwei Conspiracies mit rein, die ja auch ungefähr in dem Preisniveau sind und dann habt ihr einfach noch eine 20%ige Chance, eine Cyrex oder eine Asimov zu bekommen, alternativ. Also das gleiche im Prinzip. Oder ihr sagt, okay, wie es jetzt der Mike gemacht hat, du hast welche gekauft, die Conspiracy, oder? Nee, ich habe mir eine Conspiracy, die hatte ich aber noch und habe mir den Rest von den 57V-Play geholt, die Ah, waren ein okay, bisschen genau, weil die ein günstiger. bisschen günstiger sind. Okay, genau. Und damit hat er einfach auch im Prinzip eine hundertprozentige Chance, die nächsthöhere in der Breakout-Variante zu bekommen. Ja, gibt es noch was dazu zu sagen, Mike? Habe ich irgendwas vergessen gerade? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann gehen wir mal in-game. Ah? Packen wir mal die Atomic Alloys hier in den Aufwertungsvertrag. Muss aufpassen, dass ich hier die richtigen reinpacke, die ich auch gekauft habe. Nicht die im guten Zustand. Ein bisschen nervös bin ich ja dann doch schon, ne? Ja gut, es geht jetzt im Endeffekt. Also ich habe einen Einsatz von. Welchen Zustand ist die Einsatz erprobt? Vom Kampf gezeichnet. Ach ja, übrigens, bei mir ist alles einsatzerprobt. Ja, es ist also. Oh, geh weg, geh weg. Es ist nicht so, dass, wie viele gesagt Geh haben. weg. Ja, Mann, habe ich jetzt die richtige Einsatz erprobt, vom Kampf gezeichnet. Hey, hier bei meiner Desert Eagle ist sogar noch ein Sticker drauf, My other arm is an Eagle. Also da muss ja, Ja, da Mann, da muss muss ja es auf jetzt jeden klar Fall sein, reinbutton. oder? Hier sieht man auch ganz schön die unterschiedlichen Farbgebungen. Also es ist aber auch nicht so, dass ihr jetzt alle Factory New reinpacken müsst, um eine Factory New Waffe zu bekommen. Das ist wohl nicht von ausschlaggebend. Es gibt viele, die behaupten da was anderes oder es ist halt so ein Gerücht oder vielleicht auch Karma oder sonst irgendwas, dass man die jetzt alle in Factory New reinpackt. Aber das wäre Schwachsinn, weil die dann einfach den Wert übersteigen werden. Jo, aufgeregt bin ich natürlich jetzt auch. Es geht hier im Endeffekt um 28 Euro und kann natürlich richtig reinkacken, wenn ich die Desert Store Strike bekomme oder wie die heißt, mit ein paar Euro. Und es kommt ja nachher noch auf die Condition an, die dann halt eventuell, wenn du Glück hast, die Vulcan oder wie ich jetzt die Cyrex bekomme. Ja, natürlich, ja. Naja. Also, mir wird es jetzt zum Beispiel schon reichen, wenn ich jetzt einfach die Vulcan hätte. Zustand wäre mir parallel im ersten Sinne egal, aber es wäre natürlich richtig geil, wenn es auch Factory New wäre, ohne Frage. Kann hier unten aber auf Weiter klicken, ne? Dann komme ich ja erstmal zum Aufwertungsvertrag Genau, neu. ja, das sind wir jetzt mal. Genau. Ich werde jetzt auch hier erstmal ausgrauen. Da habe ich keinen Bock drauf, dass ich das dann sehe. Ich will Ja, die mache Spannung, ich ich will es auch. mir im Bild sehen. Und ich bin auch echt aufgeregt. Ich hoffe, das passt. Eigentlich müsste es passen. Komm, es ist 50% für eine fucking Vulcan. Oha. Unterschrift Vulcan. So, Hi. Ausrufezeichen. Rex. Ach, Bist du übrigens, die bereit? Videos des anderen werden immer Genau, verlinkt. wir verlinken, dann könnt ihr quasi das vom Mike sehen mit der Cyrex und bei ihm könnt ihr meins mit der Atomic Alloy bzw. Vulcan sehen. Ja. Jo, und dann sagen wir mal, okay, bist du bereit? Betrag absenden. Ja, komm, 3, mach mal. 2, 1, go. Oh Gott. Daumen drücken, Daumen drücken. Hey, es kackt rein, ich schwör's dir, Oh. Mann. Die scheiß M4 Sandstorm oder Desert Storm oder wie die heißt. Ich kotz ab, wenn die jetzt kommt, ohne Scheiß, Mann. Komm schon, bitte!
Ja, Mann, Vulcan. Ja, Mann. Geile Scheiße, Mann. Ja, Mann. Okay, Zustand ist richtig abgefuckt, aber wie gesagt, erstmal wichtig, dass es die scheiß Vulcan ist. GZ, Mann. Richtig geil. Ich hab vom Kampf gezeichnet. Ist jetzt ein bisschen kleiner Abwertung, aber ist mir egal. Wie gesagt, erstmal Vulcan haben ist okay für den ersten Mal. Ich denke mal, wir werden das jetzt auch im Gegenzug natürlich nochmal mit der, ich werde es nochmal mit der Cyrex und der Mike wird es dann eventuell nochmal mit der Vulcan machen. Da wird es dann aber auch wieder ein Video geben. Noch so eine kleine Idee, wenn ihr Bock habt, dass eure Aufwertung in dem Video hier erscheinen wollt, dann schickt uns doch einfach eine Nachricht, schickt uns eure Skins und dann werten wir die für euch, machen wir ein Video quasi für euren Skin, was rauskommt, wäre noch so eine kleine Idee, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten gebt einen Daumen hoch, abonniert unsere Kanäle und vielen Dank fürs Zuschauen. So, was wir gerade noch im Video vergessen haben, es ist ja mittlerweile ist schon Freitag, es ist 1 Uhr nachts, wo wir jetzt gerade das Video fertig gemacht haben. Und zwar wird es heute Abend, also am Freitag, den 20.03. noch einen Livestream geben. Der Mike wird am Start sein natürlich, der Dennis wird am Start sein. Und wir haben uns schon mal 25 E-Sport Keys geholt, also der Mike und ich. Und werden auf jeden Fall dann nochmal im Livestream 25 E-Sport Kisten öffnen, auch quer durchgemischt. Und werden natürlich auch noch ein bisschen reindaddeln und wer weiß, vielleicht auch noch ein paar andere Kisten zocken. Zocken, ich bin echt schon durch den Wind. Aber es wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Giveaway rausfallen. Ja, wir werden sehen. Sachen werden sich da schon finden. Genau. Wir hoffen einfach, euch zu sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis heute Abend im Livestream. Ciao. Ciao, ciao.